So, bevor es uns jetzt hier komplett wegbläst, haben wir jetzt mal noch Acker Acker und den David Thalström bei uns auf der Couch sitzen. Die haben ja in dieser Kombi. Ja, genau, der muss erstmal aufmachen. Ja, doof. Musst du vielleicht bei ihm mittrinken. Aber seit 2011 seid ihr ja schon mit auf dem Echelon-Festival. Was war denn in den ganzen Jahren, die man nicht mehr mit einer Hand zählen kann, euer Highlight? Eigentlich ist es jedes Jahr wieder ein neues Highlight für uns wirklich. Wir gucken schon, dass wir die Flüge dann so buchen, dass man dann auch ein bisschen länger bleibt. Aber wir spielen irgendwie 9:30, sind irgendwie seit 16:00 da. Ja. Und weil einfach so gerade hier so im Hintergrund die ganzen Leute, die hier so werkeln, es ist sehr familiär und das ist genau das, warum wir das auch gerne machen, einfach das Auflegen an sich. Weil man hat irgendwie Leute, die man gerne sieht, irgendwie jedes Jahr wieder trifft und deswegen kommen wir her, trinken ein paar Bier und freuen uns immer hier zu sein. Also es ist immer wieder ein Highlight. Sehr schön. Und ihr legt ja auch auf ganz vielen anderen großen Festivals auf. Sonne, Mond und Sterne wart ihr ja auch. Nature One wart ihr auch mal? Ja. Ja, jedes Jahr. Was ist so, was macht für euch dann im Gegenzug das Echelon Festival aus? Ja, also das Echelon, das war halt tatsächlich, dass wir 2011 das erste Mal hier gespielt haben und haben uns so zu Hause gefühlt und sind auch hier so herzlich willkommen geheißen worden, dass es sich dann auch wirklich so entwickelt hat, dass immer, wenn wir die Möglichkeit haben, immer versuchen, länger zu bleiben und hier einfach auch einen schönen Abend zu haben, den wir auch mit Sicherheit haben werden heute wieder. Und ich bin auch froh, dass das Interview jetzt so früh ist und nicht so spät. Ja. Weil sonst kann David nachher wieder nicht sprechen. Das gilt, glaube ich, für uns alle. Ja, so, und bis das zum war auch Ausfall. So geplant. Das war auch so geplant, ja. Vollkommen richtig. Also, was jetzt natürlich nicht heißt, dass wir das auf anderen Festivals nicht auch so erleben teilweise, aber hier ist es schon speziell. Ja. Vielleicht ist es die Gegend, die Region, die Art von Leuten, dass es so eine Art Familienbetrieb ist, das macht schon viel Unterschied aus, glaube ich. Und jetzt ist ja Ende August. Der September ist immer noch ein Festivalmonat. Was steht für euch noch an? Außer Nordseebaden. Also im ersten Septemberwochenende geht es nach Brasilien. Dann haben wir. Ist das die Größe? Ja, 56. Ich bin ein großer Mensch. Und dein Alter ist es da. Das kann man richtig schön zur Schau tragen mit so einem Friesenpelz. Friesenerz. Nee, das ist kein Scherzartikel. Das ist die beste Jacke, die du haben kannst. Die ist echt aus Friesland importiert. Grenzenlos Festival sind wir nächste Woche. Dann sind wir wieder im Odonien. Und dann geht es im September mit den Clubs auch wieder los. Also die Festivals sind eigentlich... Ja, Raves kommen jetzt, aber sonst sind die Outdoor-Dinger sind jetzt durch, oder? Fast war es das jetzt auch schon. Und was wir jetzt mal versuchen, ist ein High Five zu viert. Kriegen wir das hin? Eins, zwei, drei, vier.